Köln im Ausnahmezustand. Allein in der Rheinmetropole sind während des Straßenkarnevals rund 1,5 Millionen Jecken unterwegs. Bei den Verkleidungen geht es wie immer tierisch bunt zu. Mit einem leichten Orange-Stich hebt sich einer von der Masse ab, Donald Trump. Hier genießt der US-Präsident ausnahmsweise mal uneingeschränkten Zuspruch. Mir ist so oft passiert, Mensch, du siehst aus wie der Trump. Da habe ich gesagt, so jetzt mache ich den Gag einfach mal. Mengenmäßig überlegen sind in diesem Jahr eindeutig die Einhörner beim Kölner Karneval. Ein beliebtes Kostüm, vor allem bei Frauen. Meistens zumindest. Und Staub und Glück hat noch niemand geschadet. Der einzige Fehler, den man beim Karneval überhaupt machen kann, sich mit der Verkleidung nicht genügend Mühe geben. 2 Stunden hat das gedauert vorne, ne, das alles fertig machen und so, ja. Das ist keine Verkleidung, das ist ein historisches Kostüm. Piraten gelten als Klassiker und sind jedes Jahr dabei. In diesem Jahr auffällig Pantomime-Darsteller. Eine gewisse Sprachlosigkeit herrscht allerdings überall. Wer sich kurzfristig als Donald Trump verkleiden wollte, blieb ebenfalls sprachlos zurück. Die Trump-Perücke war vielerorts ausverkauft. Wie hier im weltgrößten Kostümgeschäft in der Nähe von Köln. Das Familienunternehmen hat jahrzehntelange Erfahrung und wurde doch von dem Ansturm überrascht. Vielleicht doch eine Figur, die extrem polarisiert, ohne da politisch Farbe zu bekennen. Aber der eine oder andere möchte sich über diese Figur offenbar ein bisschen lustig machen. Und das gehört im Karneval auch mit dazu. Der Spaß fängt für viele schon beim Anprobieren an. Rund 50 Euro geben die deutschen Karnevalisten durchschnittlich für ihre Verkleidung aus. 2000 verschiedene Kostüme stehen hier dafür zur Auswahl. Ob Steampunk, Glitzer-Outfit oder einfach nur eine bunte Mischung. Irgendwie hat jeder mal im Kopf, was er vielleicht irgendwie immer mal sein wollte, in welche Rolle er immer mal schlüpfen wollte. Und natürlich spielt das im Karneval ein Thema, weil man geht eben genau in diese Rolle rein, die man sonst nicht einnimmt im Alltag. Zurück beim Straßenkarneval. Um ihre Kostüme zu präsentieren und gemeinsam zu feiern, kommen viele aus nah und fern. 1 Million Menschen sind hier. Das ist der Grund zu kommen. Wir sind mit dem Flieger gekommen. Ich muss sagen, die ersten paar Stunden, die ersten paar Eindrücke, mega. Also wirklich, Köln. Daumen hoch. Make Cologne great again! Yeah! Da sind wir dabei, dann ist prima. Viva Colonia. Doch wer sich wie verkleidet hat, wird am Ende fast zur Nebensache. Schließlich geht es vor allem darum, gemeinsam zu feiern und zu singen.